Die Autos spielen 100 Tempolimit, gab's noch nicht. Auf den Straßen spielen Kinder, die Zechen waren noch nicht dicht. Es gab noch keine Euro-Schecks, wir zahlten, was wir brauchten, war. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Es gab noch eine Zukunft ohne Angst und ohne Frust. Kein Ozonloch und kein Schneesturm mitten im August. Das Leben lag noch vor uns wie eine große Tombola. Es war nicht alles schlecht, was früher einmal gut war. Wir spielen heute nur Gunter Gabriel, weil er hat's verdient. Er hat's verdient, er war ein Patriot, er war ein entspannter Patriot und er hat sich zeitlebens bemüht, auch patriotische Lieder, entspannte patriotische Lieder zu machen, und er ist ja vor 4 Jahren von uns gegangen. Von daher spielen wir jetzt als Opener ein kleines Set von Gunter Gabriel. Wir sind übrigens heute zum ersten Mal auf der Bühne und von daher ist das unsere Premiere. Komm unter meine Decke und dann mach es dir bequem, bis ich dich dann wieder wecke. Soll es dir nicht schlecht ergehen. Komm unter meine Decke, du brauchst dazu nur etwas Mut. Und wenn ich mich dann nach dir recke und strecke, dann wirst du sehen, wie gut dir das tut. Max Otte, meine Damen und Herren, Max Otte! Die fabelhaften Koronics! Na Junge, ich hab's dir ja gleich gesagt. 6 Dinge braucht der Mann. Ein Huhn im Zopf, ein Dach im Kopf, eine Frau, die dich bei guter Laune hält. Du brauchst Benzin im Tank, einen Kasten Bier im Schrank. Und eine Handvoll Kleingeld, ein Huhn im Topf, ein Dach über Kopf, eine Frau, die dich bei guter Laune hält. Du ein im Tank, ein Kasten Bier im Schrank. Und eine Handvoll Kleingeld. Schön war es doch früher noch, als er zur Arbeit fuhr, mit seinem Moped, das nie richtig lief. Wer das nicht kennt, Herr Präsident, der weiß nicht, wie es brennt, denn momentan läuft bei uns alles schief. Papa trinkt Bier, Mama ist krank und kein Pfennig auf der Bank. Papa trinkt Bier, Mama hat schwer, der Schornstein raucht nicht mehr. Oh, Papa trinkt Bier, Mama ist krank und kein Pfennig auf der Bank. Papa trinkt Bier, Mama hat schwer, der Schornstein raucht nicht mehr. Papa trinkt Bier, Mama ist krank und kein Pfennig auf der Bank. Papa trinkt Bier, Mama hat schwer, der Schornstein raucht nicht mehr. Ich hab genauso ein Gefühl wie damals, als die Mauer fiel. Ich sag es laut und zieh den Hut. Deutschland, Ost und West, tut so gut. Lass die Fahne auf dem Dach, lass die Party weitergehen.
glücklich, ich mach den warmen Sommerwind auf den Auto nicht an wen. Was von Gott ist unser Land? Keiner kann uns das mehr nehmen. Wir leben plötzlich wie im Fieber. Ich kenn Deutschland nicht mehr wieder, von Hamburg bis nach Bremen. Wir leben plötzlich wie im Fieber. Ich kenn Deutschland nicht mehr wieder, von Hamburg bis nach Bremen. Aus den Eingeweiden des Ruhrgebiets, aus den tiefen, tiefsten des Ruhrgebiets kommt heute Abend zu uns der Famose, der Grandiose, der einzigartige Ludger Kahr. Ich habe lange Zeit gedacht, der Wieler sei Virologe. Nein, der ist, das wissen Sie alle natürlich, der ist Veterinärmediziner. Kennen Sie noch die Sendung Der Doktor und das liebe Vieh? Ja. Das ist der Wieler. Und jetzt raten Sie mal, wer das Vieh ist. Wir! Unglaublich. Wir sind das Vieh. So. Lustig finde ich ja auch, wenn es dann bei den Pressekonferenzen immer so um die Zahlen geht. Die Zahlen sind zu hoch. Kann es einen inhaltsleereren Satz geben als die Zahlen sind zu hoch? Was für ein Schwachsinn, ja? Ich habe zum Beispiel mal gehört, ja, wir haben ein bisschen Besorgnis, denn die Zahl der Corona-Toten steigt immer weiter. Das ist besorgniserregend. Ja, natürlich steigt die Zahl der Corona-Toten immer weiter. Wie soll das auch anders gehen? Wissen Sie, was mich beunruhigen würde, wenn die Zahl der Corona-Toten rückläufig wäre? Ja? Die Pressekonferenz mit dem Wieler würde ich gerne mal sehen. Ja, meine Damen und Herren, es gibt gute Neuigkeiten. Von den Corona-Toten der letzten Woche sind 12 wieder lebendig geworden. Ja. Und da vorne kommen sie auch schon. Ja. Ja. Gut. Vielen Dank. Also, es wird in diesen Tagen viel zu viel mit Zahlen jongliert, fernab des wahren Lebens. Was sind nackte Zahlen wert? Gar nichts. Mal ein Beispiel. 22 Raucher. Sind das viele oder wenige? In einem Fußballstadion wenig. In einem VW Polo viele. In einer Bremer Grundschulklasse Durchschnitt. Oder mal ein anderes Beispiel. Vor einigen Jahren schaffte ein britischer Fußballspieler des Clubs FC Fulham das Kunststück, in einem Spiel 4 Tore zu erzielen. Da denkt man, boah, 4 Tore, super Leistung. Ne? Eine ganz andere Bedeutung bekommen diese 4 Tore dadurch, dass das Spiel 2-2 ausgegangen ist. Ah. Ich merke schon, da rechnen einige noch nach. Ja? Es macht wirklich sehr viel Spaß und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Ich könnte mir noch stundenlang zuhören, aber die Kunst an einem Support-Act ist auch an der richtigen Stelle einfach die Bühne freizumachen. Ich denke, der Uwe kriegt noch eine Ansage von Ihnen. Ist das richtig? Wunderbar. Es hat viel Spaß gemacht. Es ist schön, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, Sie bleiben mir gewogen. Mein Name ist Ludger, ludger-k.de. Ich beantworte auch Spam-E-Mails. Und Herr Otto und ich, wir bewundern ja einen Philosophen, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Das ist Oswald Spengler und er hat in der ersten Seite des Unterganges des Abendlandes folgendes stehen. Wenn im Unendlichen dasselbe sich wiederholend ewig fließt, das tausendfältige Gewölbe sich kraftvoll ineinander schließt, strömt Lebenslust aus allen Dingen, dem kleinsten wie dem größten Stern, und alles Drängen ist ewige Ruhe in Gott, dem Herrn. Das war Goethe. Und falls Ihnen die Quintessenz dieses Achtzeilers jetzt nicht so schnell gewahr geworden ist, kein Problem. Es gibt einen anderen großen Philosophen, der diese Aussage auf 3 Worte zusammengefasst hat. Das ist ein Philosoph, mit dem Sie schon mal in einer Talkshow zusammen waren. Der Philosoph heißt Günther Oettinger. Und ich finde, es kann kein Zufall sein, dass sich der Name Günther Oettinger problemlos mit Goethe abkürzen lässt, meine Damen und Herren. Und Günther Oettinger hat mir ein Lebensmotto geschenkt, das vieles in der Welt erklärt. Und dieses Lebensmotto möchte ich Ihnen jetzt weitergeben. Es ist ein Auszug aus seiner berühmten englischsprachigen Rede. Oettinger hat gesagt, ich zitiere wörtlich,
everything hangs together. Und genau so ist es. Herzlichen Dank. Bis bald. Tschüss. Riesig. Aus Dresden, aus dem äußersten Osten der Republik. Begrüßen Sie mit mir Uwe Steimle. Danke. Danke, lieber Max. Danke. Danke sehr. Man wurde ja als Kind in der Deutschen Demokratischen Republik manchmal krank. Das hat es gegeben, dass Kinder im Sozialismus krank wurden. Und bei mir war das meistens so, entweder vor Weihnachten oder dann eben nach Weihnachten, aber meistens vor Weihnachten. Und meine Mutti, im Osten sagt man auch immer Mutti, nicht Mama oder Mutter, die Mutti. Und meine Mutti sagte, Uwe, du hast Fieber, zieh dich bitte an und mache los, wir müssen zum Dr. Hofmann, es nützt nicht. Und mache ein bisschen hin, ich will den halben Tag noch rausarbeiten. Das ist deshalb interessant, wir konnten in Deutsch-Nahost, in den besetzten Gebieten, nur Weihnachten feiern, wenn Weihnachten schon vorher rausgearbeitet wurde. Das erzählen Sie mal jemand in der Eifel. Ja. Zu Recht, völlig, ne? Völlig zu Recht. So, und jetzt saßen wir, die Mutti und ich, im Wartezimmer beim Dr. Hofmann 3 Stunden, ich komme aus der Arbeiterklasse, da war nichts mit Beziehung, ich sage immer, in der DDR waren Beziehungen halbe Leben, heute sind sie das Ganze. Und nach 3 Stunden hattest du dann wirklich den Virus in dir, weil die völlig überheizt waren. Und dann kam ich rein zum Dr. Hofmann und habe so gedacht, Sie werden sich vielleicht hoffentlich noch miterinnern, es roch so nach Fagusan, Buchender. Das war ein Hustensaft und der hatte selbst für Kinder 40% Alkoholvolumen. Ja, kein Quatsch. Stimmt's? 40%. Und der Dr. Hofmann steht so vor mir. Also, der war, heute kann man es ja sagen, der war ratteldatteldicht. Und hatte so eine Standarte Fagusan. Und jetzt sagt der, Uwe, mach mal Und jetzt holte der einen Spatel raus. Ich muss gleich wieder aufpassen, dass meine Peristaltik nicht versagt. Also ich behaupte, der Spatel hatte ein Astloch. Ja, der schmeckte richtig hart. Und dann sagt er so, machen wir dann sagt er zu meiner Mutti über meinen Kopf hinweg, also Frau Steimle, beim Uwe sind die Mandeln vereitert, die müssen raus. Ich zuckte gleich zusammen. Wir machen das gleich vor Ort. Ich mach die Mandelzange heiß. Ich schnapp's dem Uwe die Mandeln ab. Das merkt der gar nicht. Wortwörtlich. Ich hatte gleich keine Schluckbeschwerden mehr. Die Peristaltik funktionierte wieder. Aber ich hatte ja noch das Fieber. Und ich komme ja, im Gegensatz zu Ihnen, also Ihnen steht das noch bevor, ich komme ja aus der Diktatur. Ja. Ja. Und das ist übrigens auch, danke, dass Sie so reagieren. Ich finde das manchmal toll, wenn ich so aufgetreten bin in vormaliger Zeit und dann kommen manchmal so Journalisten und die fragen dann, also gerade hier, wenn ich in der BRD spiele, und die sagen dann, sagen Sie mal, Sie machen einen relativ reflexen Eindruck da oben, also wo kommt Ihre Sicherheit her? Und dann sage ich immer, wissen Sie, wir haben das alles schon mal erlebt, wie das ist, wenn ein System zusammenbricht und das steht Ihnen noch bevor, ja. Es gibt natürlich auch Dinge, die können Sie gar nicht wissen, weil das dringt nicht durch, ne, bis zu Ihnen. Aber mit was wir leben müssen, gucken Sie mal, wie Sachsen ihren Dialekt loswerden. Kein Quatsch, pass auf, hier steht's. Sächsisch, ach so, die Stimmtrainerin Katharin Duschek empfiehlt, die Muskulatur zu trainieren, um besser Hochdeutsch zu sprechen. Ist jetzt kein Kabarett. Sächsisch hat einen anderen Klang. Man hätte es gar nicht vermutet. Das ist das Ohr einfach nicht gewohnt. Wer Sächsisch spricht, bewegt seinen Kiefer kaum. Ja.
Ja, das stimmt. Ja. Deswegen rennen wir immer so rum. Ja. Du hast's gut. Du hast's gut. Wieso hab ich's gut? Es fällt ja nicht reinregnen. Ja. Nicht nur der Kiefer sitzt sehr fest, auch die Lippen werden nur wenig bewegt und die Zunge ist weit hinten. Ja. Viele Sachsen ja, rennen auch wie so eine Art Gecko rum. Ja. Die Sprechmuskulatur ist insgesamt sehr fest. Das hat zur Folge, dass die Muskeln im Mundbereich sowie die Zunge erst trainiert werden müssen. Das ist Volksverhetzung. Mal ganz nebenbei. Ja. Eine Unverschämtheit. Die Welt wird immer verrückter. NATO soll ökologischer werden. Jawohl, ich schlage vor, wie wär's denn da mal mit Biowaffen? Zum Beispiel Covid-19. Es lebe die Nation, es lebe das Vaterland, jawohl, es lebe das deutsche Volk. Bitte denkt an Jugoslawien, an Joschka Fischer, den Spaltpilz der Nation. Wir haben es schon einmal erlebt. Wer die Grünen wählt, wählt den Krieg. Benzerimos! Danke. Hoch die internationale Solidarität. Hoch die internationale Solidarität. Freiheit für Angela Merkel. Danke. Danke, lieber Max. Danke. Danke, Ludger Karr. Danke. Und so wird sich mein Herz noch etwas länger quälen, doch niemals werd ich die Grünen wählen, noch mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesicht. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Es reicht mir immer noch nicht. Mir reicht's schon lange. Nee, mir auch nicht. Ich hab die Schnauze voll. Und so wird sich mein Herz noch etwas länger quälen, doch niemals wird ich die Grünen wählen, noch mehr Steuern, Verbote und ein hübsches Gesicht. Sorry, Kleines, doch das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht, nee. Mir reicht's ohne. Ja, aber mir reicht's jetzt endlich, also nee. Wir wollen heime. Nee, ja, wir wollen nach Hause, nee. Danke! Max, Leute! Ludger Karr! Ludger!